Wenn die schönen Lampen um Weihnachten dunkel bleiben, spart es etwas Strom. Aber ist es das Endergebnis wert? Sparen wir die Energieversorgung? Experten winken ab. Beat Michel Reporter, können die aktuellen Weihnachtslichter uns vor Stromausfällen schützen? Der Energy-Experte Mark Eaton sieht in einem Verzicht nur einen minimalen Gewinn für die Stromversorgung. Er sagt: In meinen Augen ist dies eine symbolische Politik. Wenn wir die jährlichen Stunden der Weihnachtsbeleuchtung vergleichen, beispielsweise mit der Schaufensterbeleuchtung, ist der Verzicht wenig Sinn. Wir sparen nicht genug Strom. Die meisten Lampen sind LED und daher extrem energieeffizient. Schweiz Debatten. Leuchtet Weihnachten dieses Jahr ein No-Go-Go? Experten aus den Stromwerken des Kantons Zürich, einem der wichtigsten Energieversorger in der Schweiz, blasen in dasselbe Horn. Der Stromverbrauch ist aufgrund der öffentlichen Weihnachtslichter so gering, dass die Menge an Strom dafür nicht einmal bekannt ist, der Sprecher Christian Schwarz sagt. Im Kanton von Zürich sind öffentliche Weihnachtsdekorationen an der Straßenbeleuchtung gebunden. Viele Gemeinden haben bereits in LED umgewandelt, weshalb der Verbrauch der rund 70.000 Fluoreszenzpunkte für die Straßenbeleuchtung mit 0,4% des Gesamtverbrauchs kaum signifikant ist. Die öffentliche Weihnachtsbeleuchtung ist im Vergleich sehr gering. Symbolische Wirkung. Verhaltensforscher und Dozent Manuel Grester über die ZAF und Professorin der Fernuni Schweiz sehen auch nur das Gefühl, den Stecker unter bestimmten Bedingungen zu ziehen. Er sagt, wenn die Weihnachtslichter verzichtet werden, könnte es die Bevölkerung motivieren, an Energie zu sparen. Die Leute sehen, dass Einsparungen erzielt werden, und motiviert sie auch, sie zu retten. Die Weihnachtslichter sind extrem sichtbar und visuell dominant, weshalb ein Effekt daraus hervorgehen kann. Aber es hätte hauptsächlich eine symbolische Wirkung. Die Konvertierung ist besser als auszuschalten. Als Gelegenheit sieht der Verhaltensökonom Maßnahmen, die Strom sparen, ohne die feierliche Beleuchtung zu unterlegen. Wenn eine Stadt den Energiemangel als Gelegenheit nimmt, konventionelle Beleuchtung durch LED zu ersetzen, und dies gut kommuniziert, hätte dies eine gute Wirkung als Vorbildfunktion. Eine solche Maßnahme wäre nun als Marketing für die Stadt sehr empfohlen.